Wir wollen uns in diesem Video damit beschäftigen, wie wir Daten in Tabellen ergänzen können über den Insert-Befehl, wie wir Daten, die in Tabellen gespeichert sind, aktualisieren können, also Werte verändern können über den Update-Befehl und wie wir Werte löschen können, die eingetragen sind oder Zeilen löschen können in Tabellen. Und schließlich wollen wir dann auch noch die Tabelle selber manipulieren, dass wir noch eine weitere Spalte ergänzen. Auch das gucken wir uns jetzt in diesem Video an. Zur Erinnerung, also wir haben hier eine Tabelle Energiesysteme erzeugt mit 9 Einträgen. Wir haben Photovoltaik, Wind und so weiter, also die unterschiedlichen Systemnamen haben wir definiert. Wir haben die Systemtypen erneuerbar, fossil mit der installierten Leistung in Gigawatt. Wir sehen hier auf der rechten Seite auch nochmal die Energiesysteme und über den Befehl Select Sternchen vom Energiesysteme bekommen wir hier diese Tabelle. Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte jetzt ein noch fehlendes Energiesystem ergänzen, nämlich die Ölkraftwerke. Wie mache ich das? Also Schlüsselwort ist Insert Into und dann der Tabellenname Energiesysteme. Dann gebe ich an, welche Spalten wir füllen wollen. Und dann gebe ich die Values an. Also wir haben dann den Systemnamen Öl, der Systemtyp ist fossil und die installierte Leistung in dem Fall 47,2 Gigawatt. Bewusst ein falscher Wert, den ich jetzt hier genommen habe. Das führen wir aus. Dann kommt erstmal gar nichts. Wir müssen uns dann nochmal anzeigen lassen, wie sieht die Tabelle jetzt aus. Also wieder Select Sternchen from Energiesysteme. Und wir sehen jetzt hier, wir haben einen neuen Eintrag. Zeile 10, Öl, fossil mit 47,2 Gigawatt. Das ist jetzt falsch. Das sind gar nicht 47,2, sondern nur ein Zehntel davon, nämlich 4,72. Und das will ich jetzt einmal ergänzen. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Jetzt etwas komplizierter. Also ich sage jetzt, ergänze oder füge diesen Wert hinzu. Wobei wir wollen ja gerade diesen Wert hier haben. Also diesen, 4,72, der existiert aber schon. Warum? Wir haben ja diese Spalte Systemname im ersten Video als Primary Key definiert. Das heißt also hier, diese Einträge müssen eindeutig sein. Es darf keine zwei Einträge Erdgas geben. Das ist nicht zulässig, weil das hier unser einziger Primary Key ist, oder der Primärschlüssel. Das muss ein eindeutiger Eintrag sein. Also was sage ich jetzt? Füge hinzu und dann der Zusatz on conflict, also wenn es ein Problem gibt beim Systemnamen, das ist halt dieser Punkt zum Thema Primary Key, also was ist der Primärschlüssel. Dann soll er Folgendes tun, dann kommt hier dieser Abschnitt, dann sage ich, er soll ein Update machen, also aktualisieren und zwar den Systemtyp auf Fossil setzen, die installierte Leistung auf 4,72 Gigawatt. Wir sehen hier unten, Öl hatten wir ja gerade falsch angegeben, 47,2. Dieser erste Teil schlägt fehl, wenn ich das alleine ausführen würde. Wir können das nochmal ausprobieren, was passiert. Dann gibt es hier unten den Fehler, weil wir diesen Eintrag schon gemacht haben oder den es schon gibt. Also müssen wir sagen, on conflict Systemname, dann soll er dieses Update machen. Wir führen das aus und gucken uns an, was passiert ist. Select Sternchen from Energiesystem und wir sehen jetzt hier, Öl wurde aktualisiert auf 4,72. Also mit diesem Insert, wenn man sich da nicht sicher ist, kann man das so machen. Ansonsten kann man auch direkt diesen Do-Update-Befehl nutzen, um Werte zu aktualisieren. Ich mache da gleich noch ein zweites Beispiel zu. Jetzt sagen wir, okay, das mit dem Öl, den Eintrag brauchen wir eigentlich gar nicht, die spielen keine Rolle und im deutschen Energiesystem spielen Ölkraftwerke auch tatsächlich eine untergeordnete Rolle, trotz ihrer 4,7 Gigawatt installierte Leistung. Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte diesen Eintrag löschen, das geht dann also wieder mit dem Schlüsselwort Delete und dann muss ich noch angeben From Table, also aus welcher Tabelle. Und dann ist wichtig, ich muss dann die Bedingungen angeben, also welche Einträge soll ich löschen, da muss man jetzt genau gucken. Where System Name gleich Öl. Wenn man sich da so ein bisschen unsicher ist, weil man das nicht rückgängig machen kann bei Datenbanken, also wenn man es einmal ausführt und die Änderung dann schreibt, dann sind die Daten auch weg. Deswegen empfehle ich immer, vorher einmal den Select-Befehl zu machen. Also,
was passiert, diesen Eintrag selektiere ich. Und wenn ich weiß, auch klar, das sind die, die ich auch wirklich löschen möchte, dann sage ich Delete. Das schützt einen so ein bisschen davor, unbedarfte Fehler zu machen. Also von daher die Empfehlung einmal kurz prüfen, ob das passiert, was man eigentlich haben will. Ich führe aus, er gibt uns kein Ergebnis an. Wir gucken uns wieder an, wie sieht's aus? Ölkraftwerke sind verschwunden. Also das relativ einfach, wird da ein bisschen aufpassen, was man dort macht. Jetzt machen wir im nächsten Schritt und das ist auch in Vorbereitung dann auf die nächsten Videos, wenn wir dann noch ein bisschen mit den Tabellen arbeiten wollen. Wie kann ich jetzt Spalten hinzufügen? Erstmal müssen wir unsere Tabelle manipulieren, also dazu sagen wir Alter Table, ne? Verändere die Tabelle Energiesysteme und dann sage ich, ergänze eine Spalte Land ID Integer und ich möchte auch sagen Not Null, also auch die soll nicht 0 sein, das ist ein Integer, also eine ganze Zahl. Diesen Befehl führen wir jetzt aus, also da kann man jetzt verschiedene Spalten ergänzen. Wir lassen das einmal ausführen, mager nicht, ich nehme das Not Null mal hier eben weg an der Stelle, dann frisst das auch. Also, was hat er jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier eine weitere Spalte, Land-ID, ergänzt als Integer, die wird hinten dran gehängt. Und jetzt können wir uns auch angucken, wie das jetzt wieder aussieht. Da erklärt sich auch, warum dieses Not Null nicht funktioniert, erkläre ich sofort. Also das ist jetzt unsere neue Tabelle. 4 Spalten, Land-ID. Wir haben unsere neuen Einträge und hier steht überall Null, also Null, im Englischen Null. Da steht jetzt nichts drin. Das hat er jetzt gerade eben nicht gemacht, denn durch das Ergänzen dieser Spalte sind diese Werte ja erstmal alle fehlen. Also Null heißt nicht Null, also Zero, sondern Null nichts. Das ist ein wichtiger Punkt. Also hier steht jetzt nichts drin. Das wollen wir jetzt nochmal ergänzen, indem wir sagen, aktualisiere bitte mal unsere Tabelle, also Update Tabelle Energiesysteme, Set. Und jetzt sagen wir Land-ID gleich 1 und 2 bei allen. Also wir haben keine Bedingung ergänzt. Das soll bei allen Einträgen passieren. Land-ID gleich 1, das soll jetzt also für Deutschland stehen. Das gucken wir uns dann im nächsten Video noch mal etwas genauer an, wie das dann funktioniert, wenn wir mehrere Tabellen haben. In unserer einen Tabelle möchten wir jetzt aber hier eine ID vergeben für das Land. Da können wir so einen Text natürlich reinschreiben statt im Land, aber mit der ID ist es etwas sinnvoller. Wir führen das aus und gucken uns an, was das Ergebnis ist. Und jetzt haben alle Einträge die ID 1. Damit haben wir also diese Tabelle verändert, eine Spalte ergänzt und allen Einträgen hier den Wert 1 gegeben. Also das soll dann unserem Land Deutschland entsprechen. Also relativ einfach, wichtig denke ich, vor allem beim Update, aber auch beim Deleten von, also Löschen von Einträgen, darauf achten, dass man die Where-Bedingungen korrekt macht. Da im Zweifelsfall immer nochmal ein Select vorschalten, um zu gucken, ob man wirklich die richtigen Datensätze löschen will. Wenn man das falsch macht, rückgängig gibt es erstmal nicht. Das heißt, die Daten sind zwar entweder gelöscht oder überschrieben.